Nun müsste es funktionieren. So, jetzt bin ich wieder live auf Facebook. Hallo allerseits. So, Quersprech, meine kleine Miniserie zum Thema Ausgrenzung, Diskriminierung und Co. Anlass war ursprünglich der Anschlag von Halle. Ich habe gesagt, so, dass wir immer so in dem gleichen Rhythmus weitermachen, sprich allgemeine Betroffenheit, Zeichen setzen und dann wieder zum Alltag übergehen. Und es ändert sich im Großen und Ganzen nicht wirklich was, so von der Einstellung innerhalb unserer Gesellschaft her. So kann es auch nicht weitergehen. Also war das der Grund für mich zu sagen, ich versuche mein kleines Schärflein beizutragen und mache so eine kleine Miniserie. Erzähl einfach mal, wie ich so mit Ausgrenzung, Diskriminierung konfrontiert worden bin und auch immer noch werde, wie ich damit umgehe. Und auch wie ich selber eben auch, und das ist heute mit dran, selbst mich erwischt habe, rassistische Gedanken zu haben, wie ich das erkannt habe und wie ich dagegen angegangen bin. Das ist also heute der definitiv schwierigste Part, denn auch ich liebe es nicht zu sagen, toll, ich habe Scheiße gebaut und in dem Fall habe ich richtig Scheiße gebaut. Wer sagt das schon gerne von sich? Aber ich bin der Meinung, wenn das nicht mehr von uns machen und nicht mehr sagen, ja, ist mir auch schon passiert und ich bin dann da und damit dann so und so umgegangen, dann denken ganz viele Menschen, ups, ich habe was Falsches gemacht, ich darf bloß nicht drüber reden und das bringt uns alle irgendwie dazu, dass das Ganze weiter brodelt, unter der Decke brodelt und wir uns alle nicht so richtig damit wirklich beschäftigen und damit dadurch, dass wir uns damit nicht beschäftigen, eben auch keine Lösungen erarbeiten können für uns und vielleicht auch für andere, dass andere da vielleicht auch für sich selber irgendwas mit rausnehmen können. Das ist so meine Hoffnung, deswegen erzähle ich das heute für mich also der allerschwerste Part. Einmal kurz zur Ausführung, was ist jetzt eigentlich der Unterschied überhaupt zwischen Klischee, Vorurteil und Diskriminierung, Rassismus in dem Fall? Ja, versuchen wir das mal, ich versuche das jetzt mal so zu erklären, dass jeder mitgenommen werden kann, ohne da irgendwelche Fronten gleich aufzubauen, innerlich. Deswegen jetzt mal ein bisschen Utopie. Wir nehmen jetzt mal an, wir würden außerirdischen Besuch bekommen. Jetzt gibt es folgende Situation. Bei dem Klischee geht es darum, dass du eine Einzelbeobachtung hast oder einige wenige Vorgänge beobachtest und das dann verallgemeinerst. Da können Emotionen mit hineinspielen, sie sind aber, wenn, noch nicht zu stark. Beim Vorurteil ist es dann so, dass du ein Erlebnis verbindest mit sehr starken Emotionen. Und Vorurteile können sowohl positive Vorurteile sein, als auch negative Vorurteile, also dementsprechend auch sehr starke positive Gefühle oder sehr starke negative Gefühle, die mit einem Vorurteil verbunden sind, also einer Verallgemeinerung, Klischee noch ein bisschen größer mit sehr starker Emotion. Und dann haben wir den Rassismus, die Diskriminierung. Rassismus ist eine Form der Diskriminierung. Diskriminierung allgemein bedeutet, du greifst auf Klischees und Vorurteile zurück, um einen anderen Menschen zu benachteiligen. Also deine Gefühle sorgen dafür, dass eine andere Person, ein anderer Mensch benachteiligt wird. Das ist Diskriminierung. Also das ist so der Unterschied. So, einmal so von der Steigerungskurve. Und ich habe mich selber erwischt, definitiv zweimal in dem Bereich Vorurteile und einmal wirklich im Bereich Rassismus. Knallharter Rassismusgedanke, der mir da durch den Kopf schoss. Und ich war über mich selbst dermaßen schockiert, aber da komme ich gleich noch zu. Das war also einer der schwersten Momente. So, also das so allgemein, jetzt mal ein abstraktes Beispiel dazu. Also nehmen wir mal an, außerirdischen Landen vom Planet Neptun. Neptunianer, ein einzelner Neptunianer kommt runter, besucht uns, sieht einen Kirschbaum, geht auf den Kirschbaum zu und macht diesen Kirschbaum platt, zerhackt ihn in 100.000 Teile. Mehrere Menschen beobachten das und schlussfolgern daraus, ein Neptunianer, Beobachtung, hat einen Kirschbaum zertrümmert.
Das ist erstmal nur eine sachliche Beobachtung. Wird das jetzt verallgemeinert? Würden wir jetzt sagen, die wir das beobachtet haben, ein Neptunianer hat einen Kirschbaum zertrümmert? Könnten wir jetzt auch sagen, ein Neptunianer zertrümmert immer einen Kirschbaum, wenn er einen Kirschbaum sieht? Und dann können wir noch mehr verallgemeinern, alle Neptunianer werden immer alle Kirschbäume zerstören, wenn sie einen Kirschbaum sehen. Das ist also das Klischee. Verallgemeinerung, Verallgemeinerung, Verallgemeinerung. Und mit leichter Emotion, also Schock, Verwunderung, vielleicht auch Lachanfall, wenn man das sieht, oder auch Schrecken, Angst, je nachdem, wie man selber so drauf ist. Das ist das Klischee. Vorurteil wäre, jetzt zu sagen, juhu, der nächste Besuch der Neptunianer steht an. Ich liebe alle Neptunianer, denn ich hasse Kirschbäume. Und auch alle Neptunianer hassen Kirschbäume. Deswegen liebe ich alle Neptunianer. Oder Gegenbeispiel, ich hasse alle Neptunianer, denn ich liebe Kirschbäume. Und alle Neptunianer hassen Kirschbäume und ich liebe Kirschbäume, also hasse ich alle Neptunianer. Das ist Vorurteil. Die Diskriminierung setzt ein, wenn ein Neptunianer uns besucht und wir dann sagen, ah, ein Neptunianer, der darf meinen Garten nicht betreten, denn alle Neptunianer zerstören immer alle Kirschbäume. Deswegen darf ein Neptunianer nicht in meinen Garten. Nachteil für den Neptunianer, er darf nie deinen schönen Garten sehen. Das ist dann die Diskriminierung. So, das ist jetzt dieses abstrakte Beispiel, jetzt ganz konkret zu meiner Person, was ich erlebt habe. Womit fange ich an? Fange ich erstmal mit einem Vorurteil an. Oder mit dieser Stufe zwischen Klischee und Vorurteil. Das war das Leichteste und da ist niemandem was passiert und das hatte auch keine negativen Konsequenzen. Da bin ich schlicht und ergreifend durch Fernsehfilme und durch Fernsehserien und Dokumentationen falsch eingestellt gewesen. Ich habe in einem sehr großen Tier- und Freizeitpark in Norddeutschland gearbeitet für 15 Jahre jetzt fast. Nein, 13 Jahre waren es insgesamt, 13 Jahre. Und unter anderem sind dort auch verschiedene Shows aktiv gewesen, logischerweise, also verschiedene Artisten. Und unter anderem war auch eine afrikanische Show immer mit dabei. Und es waren Kenianer. Und ich hatte, als ich da das erste Jahr im Park war, ich hatte von Kenianern immer ein ganz klares Bild. Kenianer, sehr groß, sehr athletisch, sportlich, sehr, sehr, sehr dunkel von der Hautfarbe her, fast schwarz, also richtig so nachtschwarz. Das war so meine Vorstellung. Und das war ein absolutes Vorurteil. Ich habe dann den ersten Kenianer meines Lebens gesehen. Es ging dann so darum, um Visum zu beschaffen und alles mit dem Landkreis zu regeln und ähnliches. Und dann war der Leiter dieser Showgruppe, kam dann zu uns in die Verwaltung. Ich sollte mich dann darum kümmern und kam zu ihnen. Und da flatterte mir dann alles davon in Sachen Vorurteil. Ich hatte also, wie gesagt, einen 2-Meter-Mann irgendwie erwartet. Ich bin 1,58 und der Mann, der vor mir stand, war kleiner als ich. Und danach habe ich dann mit der Zeit auch mitbekommen, dass sehr viele Kenianer eben nicht 2 Meter groß sind, sondern eine normale nordeuropäische Durchschnittsgröße haben oder auch durchaus noch kleiner sind. Also nicht so dieses Vorurteil, dieses Klischee, was ich hatte, alle Kenianer sind riesengroß und athletisch und fast schwarz von der Haut. Also das passte alles überhaupt nicht. Also das war definitiv Klischee und in Richtung Vorurteil, also mit Emotionen belastet in der Hinsicht, dass ich da, weiß ich, so was Sportliches erwartet hatte und dann war das Bild, das ich da vor mir hatte, ganz anders. Also das war so dieser leichte Übergang von Klischee in Richtung Vorurteil. War aber ohne irgendwelche positiven oder negativen Folgen für die Person. Daher ordne ich das jetzt zwischen Klischee und Vorurteil an, aber noch nicht in Form von Diskriminierung. Das zweite war eine Grenze zwischen Vorurteil und Diskriminierung.
Da habe ich aber noch gerade die Kurve gekriegt. Und zwar war die Ursprungsausgangssituation, also diese emotionale Reaktion ist bei mir hat auf einer anderen emotionalen Reaktion aufgebaut. Hintergrund war, ich war nach der Pflege meiner Großmutter bin ich wieder zu meinem alten Arbeitgeber gekommen. Da hatte sich in der Zwischenzeit einiges geändert, insbesondere durch eine Kollegin, die da angefangen hatte. Dadurch war das ganze System, was wir da vorher hatten, arg in Mitleidenschaft gezogen worden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich habe also überall ältere Mitarbeiter, also alte Parkhasen vorgefunden, die da wirklich am Boden zerstört waren. Ich habe dann versucht, so ein bisschen gegenzuregulieren. Da ging es um Mobbing, da ging es um Bossing. Dann hat das Ganze sich gegen mich gewendet. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann stand ich vor der Wahl. Entweder gehe ich auf dieses Niveau ein und verhalte mich ähnlich oder ich kündige. Ich habe mich dann für Letzteres entschlossen. Knall auf Fall. Dennoch war da eine ganze Menge negative Emotionen bei mir vorhanden. Ich habe das dann auch mit Hilfe eines Pastors beziehungsweise eines katholischen Geistlichen in dem Fall in Angriff genommen, obwohl ich evangelisch bin, aber der erste Pastor, der mir über den Weg lief, war in dem Fall tatsächlich ein katholischer Geistlicher und kein Pastor, kein Pfarrer, sondern wie sich hinterher herausstellte, ein Diakon, aber egal. Also ich hatte mir auf jeden Fall, ich war im Gottesdienst, habe dann gespürt, da kommt so viel hoch und so geht's nicht weiter, das frisst mich innerlich auf, besorgte irgendwie Hilfe. Das war also in Arbeit, das ist dann von mir auch abgearbeitet worden und dann war ich der Meinung, in Ordnung, das hast du jetzt soweit im Griff. Ich war dann nicht mehr in dem Betrieb, habe die Person nicht mehr gesehen, habe dann noch viel mitbekommen, was in Richtung Teamzerstörung, also in Richtung Familienzerstörung, was ich da betrieblich aufgebaut hatte, weiterging. Aber dennoch, ich war der Meinung, okay, es war eine Einzelperson, wunderbar, habe ich nichts mehr mit am Hut. Ich habe aber dann festgestellt, dass das noch eine andere Auswirkung bei mir hatte und die hat mich dann auch überrascht. Die hat mich von hinten angefallen, ohne es zu wissen. Die Person, um die es ging, hatte türkische Wurzeln. Da habe ich mir nichts bei gedacht. Für mich war das einfach nur eine völlig inkompetente Person, eine völlig inkompetente Frau. Ich habe da nie irgendwie den ethnischen Hintergrund für mich eingeordnet. Dachte ich. War ich auch wirklich der Überzeugung. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen, dass ich beim Supermarkt war und wir hatten bei uns im Discounter, in meinem damaligen Lieblingsdiscounter, mehrere Kassen offen und da war eine Kassierin und ich habe gesehen, oh nee, nicht schon wieder die und bin an eine andere Kasse gegangen. Und dann habe ich festgestellt, wieso gehe ich nicht zu der? Weil die immer so unfreundlich ist und dann kam bei mir typisch türkisch. Und dann habe ich so gedacht, Moment mal, wo kommt denn das jetzt her? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo kommt dieser Gedanke bei dir her? Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe überlegt, okay, wieso? Habe dann festgestellt, okay, du hast gerade ein extrem negatives Erlebnis mit einer türkischstämmigen Person hinter dir. Das hat Auswirkungen gehabt, die du bisher noch nicht auf dem Schirm hattest. Und dann habe ich überlegt, was kann, wieso sage ich jetzt nicht irgendwie so langhaarige Frau oder liegt an Yoga-Lehrerinnen im Allgemeinen und die irgendwie im falschen Beruf landen oder ähnliches. Nein, es ging plötzlich um diese Ethnie. Und dann habe ich gedacht, okay, da ist irgendwas in mir, was da irgendwo rumkreucht, was mir bisher nicht bewusst war. Und dann habe ich gedacht, okay, bin ich rassistisch veranlagt und habe mich dann damit auseinandergesetzt, wieso ich auf diese Verkäuferin, die da an der Kasse saß, plötzlich so negativ reagiert habe. Und dann bin ich sofort in die Analyse gegangen und habe überlegt, hat diese Frau, die da sitzt, mir schon öfter was getan in irgendeiner Form? Und dann kam so die Erinnerung, okay, wann immer ich an dieser Kasse bei dieser Frau lande, die lächelt nie, egal wie freundlich ich sie anlächle, egal wie oft ich versuche, ein Gespräch anzufangen, egal wie oft ich guten Tag, guten Abend oder sonst was sage, ich kriege, wenn überhaupt, nur ein Müffel Antwort. Und dann habe ich so überlegt, okay,
kenne ich andere Personen türkischstämmig? Und dann habe ich so überlegt, ja. Und dann fielen mir Gott sei Dank positive Beispiele ein. Wir haben, also in meinem ehemaligen Wohnort sind mehrere türkischstämmige und türkischstämmige Familien. Und da ist mir sofort Gott sei Dank eine ältere Dame eingefallen, die super freundlich, super nett immer war, die immer so ein bisschen hilflos war, weil sie noch sprachliche Probleme hatte. Und dann immer, wenn Oma und ich dann mal einkaufen waren oder später, wenn ich dann alleine einkaufen ging, immer auf mich und auf uns zukam und dann gefragt hat, was nun was ist und was nun wozu gehört von den Preisen und wo sie was in Prospekt finden würde und ähnliche Dinge. Und das war, sie ist dann auch mit kleinen Enkelkindern unterwegs gewesen oder auch mit der Schwiegertochter mal unterwegs gewesen. Und die waren alle wahnsinnig freundlich. Also ich hatte da ein positives Gegenbeispiel und konnte mir dann intellektuell, logisch, sachlich, intern eine Weiche stellen. Also von Negativerlebnis und Negativerlebnis konnte ich umschwenken auf, okay, du hast hier jetzt negative Erlebnisse und zwar nicht, also das eine war echt nicht von schlechten Eltern, das andere war so lala, kann dir auch bei allen anderen passieren. Aber du hast auch positive Erlebnisse. Und dann habe ich mich auf die positiven Erlebnisse konzentriert und habe dann überlegt, okay, woran kann es liegen, dass diese Kassiererin mit dir nicht kann? Und dann habe ich überlegt, vielleicht liegt es überhaupt nicht an dir, du beziehst das auf dich, obwohl das überhaupt nicht auf dich bezogen sein muss. Und dann habe ich überlegt, okay, schlechten Tag, vielleicht lande ich immer bei ihr, wenn sie einen schlechten Tag hat. Wer weiß, was sie sonst noch an Kunden vor mir hatte, wer weiß, was sie erlebt hat an dem jeweiligen Tag, wer weiß, was ihr für eine Laus über die Leber gelaufen ist, wer weiß, ob sie vielleicht private Probleme gerade irgendwie beackert. Und das sind ja alles Sachen, die nicht spurlos an jemanden vorbeigehen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, du gehst jetzt jedes Mal, wenn du einkaufen gehst, insbesondere zu dieser Frau und lächelst sie an und versuchst weiterhin immer wieder ein freundliches Gespräch anzufangen. Und es hat ein paar Wochen gedauert und plötzlich habe ich eine positive Reaktion bekommen. Irgendwann hat sie mitbekommen, dass da sich jemand bemüht und plötzlich hat sie auch angefangen, wenn ich dann hinten am Band war, dann hat sie mich gesehen und fing an zu lächeln und es hat sich plötzlich gedreht. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht hat sie irgendwie einen falschen Eindruck von mir gehabt oder hatte wirklich einen schlechten Tag, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das dann mit dieser Person gedreht. Und dadurch war dann für mich dieses ethnische, türkischstämmige ist eine Problemgruppe. Vorsicht, Gefahr, so dieses, was wir noch aus der Evolution her kennen, negatives Erlebnis abgespeichert und dann verallgemeinern haben wir ja so ein bisschen in der Biologie, habe ich durch die Logik und durch den Verstand einfach analysiert, beäugt, zerfleddert und in Relation gesetzt und dadurch dann eben eine andere Wertigkeit gegeben. Das war so das Zweite. Das war aber auch so. Jetzt mal unabhängig davon, die Person, die das alles bei mir ausgelöst hat, um es ganz deutlich zu sagen, da wünsche ich nach wie vor die Pest und die Cholera an den Hals. Also da hat sich nichts geändert. Ich wünsche nicht gerade was Gutes. So, also das unabhängig davon, aber auf jeden Fall kann ich diese eine Person von der ethnischen Gruppe komplett trennen. Das nehme ich jetzt mal als positiven Erfolg. Da freue ich mich drüber, dass ich das geschafft habe. Aber es ist für mich auch ein Zeichen gewesen, okay, du bist nicht immun gegen diese Dinge, sondern das schlummert, da ist das irgendwo in dir drin und das kann jederzeit ausbrechen. Und das war tatsächlich hart an der Grenze. Und ich bin deswegen darauf aufmerksam geworden, weil ich ungefähr ein halbes Jahr vorher tatsächlich rassistische Gedanken hatte. Das war jetzt der dritte, also von der Chronologik her war es der zweite Vorfall in meinem Leben und von der Heftigkeit her war es der größte Vorfall in meinem Leben, der mich eben auch wachgerüttelt hat. Und zwar ging's, habe ich ja gestern erzählt, dass meine Oma mir sehr viel bedeutet hat und nach wie vor sehr viel bedeutet. Und ich habe sie über mehrere Jahre gepflegt, Pflegestufe 3, zuzüglich schwerer vaskulärer Demenz, also 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr,
über längere Zeit, mit diversen Krankenhausaufenthalten und ähnlichen Dingen und schweren, schweren Entscheidungen, die dann eben getroffen worden sind. Und dann stand ich relativ zum Ende der Pflege, war ich dann wieder in der Situation, dass es meiner Oma, also ich hatte sie kurz vorher, eine Woche vorher, hatte ich sie aus dem Krankenhaus endlich rausgeholt, in der Vermutung, dass es nur noch 2, 3 Monate, vielleicht ein halbes Jahr dauern würde, bis sie versterben würde. Und ich war froh, dass ich sie zu Hause hatte. Also nicht, also ihre größte Angst war immer, Verzeihung, das wird jetzt emotional. Ich muss mal was trinken. Ihre größte Angst war immer, dass sie im Krankenhaus sterben würde. Und ich habe ihr immer versprochen, dass das nicht der Fall ist. War also sehr dankbar, dass ich sie rechtzeitig aus dem Krankenhaus bekommen hatte. Dann hatte sie allerdings schlagartig am späteren Abend sehr, sehr starke Schmerzen im Unterleib. Sie konnte sich nicht artikulieren zu dem Zeitpunkt, hat mir das aber immer wieder angedeutet und hat sehr starke Schmerzen gehabt. Also habe ich dann den Notarzt im Grunde genommen gerufen. Der kam dann auch und das war was, das macht mich im Nachhinein immer noch extrem wütend und immer noch sehr fassungslos. Der Arzt kam an. Ich machte ihm die Tür auf, er marschierte durch, war sehr hektisch, ließ sich dann meine Oma zeigen. Ich wartete dann an der Tür zum Schlafzimmer, habe ihm dann erzählt, was vor sich ging. Er hat mir überhaupt nicht zugehört, in keinster Weise. Er hat nicht zugehört. Ist auf meine Oma dann zugestürzt, hat 2, 3 Mal an ihr rumgetastet, hat sie aber auch nicht richtig begutachtet, nicht richtig untersucht, sondern nur so oberflächlich, fari-fari. Und dann meinte ich zu ihm, woran es liegen würde, ob ich vielleicht irgendwas mit der Ernährung, also oder mit der Flüssigkeitszufuhr, ob ich da irgendwas oder was es sein könnte, was wir machen könnten. Und er sprach dann davon, nee, das liegt überhaupt nicht, das ist hier doch ganz klar, das ist hier nicht Austrocknung, was mir andere Ärzte gesagt haben, dass ich darauf achten muss, dass da eben viel Flüssigkeit zugeführt wird, sondern wäre ein Urinstau und sie müsste sofort ins Krankenhaus. Und daraufhin habe ich dann nochmal nachgefragt, ist das wirklich nötig? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Nein, nur wenn sie sich jetzt unbedingt sofort hier elendig sterben lassen wollen, nicht. Aber deswegen haben sie mich ja gerufen, sie muss ins Krankenhaus. Dann war ich ganz schockiert. Dann hat er mir eine Quittung geschrieben, die musste ich ihm dann unterschreiben. Daraufhin habe ich dann später auch noch eine Rechnung erhalten. Was ja üblich ist, für eine Leistung muss man ja auch bezahlen. Also dementsprechend, das war nicht das Problem. Aber völlig unfreundlich, in keinster Weise auf mich zugegangen. Und sobald ich ihm das unterschrieben hatte, drehte er auf dem Absatz um und war weg. Ich war dann hin und her gerissen, habe mich dann aber entschieden, Oma doch noch mal ins Krankenhaus bringen zu lassen, weil ich gedacht habe, ich kann das Risiko nicht eingehen. Ich habe das ganz anders eingeschätzt als der Arzt, aber ich wollte das Risiko nicht eingehen, irgendetwas zu unterlassen, was ihr diese letzte Zeit erleichtern würde. Entschuldigung. Ich habe dann über den Ich habe dann über den Hausnotruf, den ich hatte installieren lassen, habe ich dann einen Krankenwagen angefordert zum Transport ins Krankenhaus. Und als die Sanitäter kamen, habe ich ihnen ganz kurz geschildert, dass ich im Zweifel bin, ob ich sie ins Krankenhaus bringen sollte oder nicht, und habe dann gebeten, wie die Einschätzung der Sanitäter ist. Einfach weil ich die Erfahrung gemacht habe, ohne irgendeinem Arzt oder Ärztin zu nahe treten zu wollen, habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass Ärzte rein aufs Medizinische sehr, sehr fokussiert sind, häufig, nicht immer, aber häufig.
Und Pfleger, Pflegerinnen, Krankenschwestern und Krankenpfleger und auch Sanitäter und Sanitäterinnen einen anderen Blick haben. Also mehr so den Blick auf das Gesamtbild haben. Und die anwesenden Sanitäter, die waren dann auch zu dritt. Da war dann also auch Sanitäter waren da mit dabei und die haben dann auch, alle drei haben dann auch gesagt, wie sie es einschätzen, sie wären kein Arzt und deswegen könnten sie da nichts sagen. Sie hätten auch so eine Einschätzung eher wie ich, aber würden eben sagen, der Arzt hat es eben anempfohlen und würden dazu raten, dieser Empfehlung zu folgen. Also bin ich dieser Empfehlung gefolgt. Dann ist sie ins Krankenhaus gekommen, in die Notaufnahme und dann war die Notärztin da und dieser Notärztin bin ich bis in alle Ewigkeit dankbar. Die hat mich dann kurz herausgebeten, das war mitten in der Nacht, wir waren also quasi alleine in der Notaufnahme unterwegs. Und sie hat mich dann in einen Wartraum rausgeführt. Und hat mich dann nochmal so gefragt, so wie so allgemein. Hat ja gesehen, dass meine Oma und ich jetzt mehrfach schon im Krankenhaus waren und hatte mich dann gefragt, wie so allgemein die Entwicklung war. Ich habe ihr dann so ein bisschen erzählt und habe ihr dann auch gesagt, dass das größte Problem vielleicht auch im Bereich mit der Speiseröhre irgendwo vorhanden wäre. Da wäre eben auch etwas entdeckt worden und keiner der Ärzte konnte eben sagen, ist es gutartig, ist es vielleicht ein bösartiger Tumor und wie wir vorgehen wollten, da wäre noch, hätte mir kein Arzt irgendwas Näheres sagen können und daraufhin hat diese Ärzte mir auch gesagt, ich habe mir die Aufnahmen angesehen und das, was ich gesehen habe, das sagt mir persönlich eindeutig, dass das nichts Gutes ist, sondern dass es was Bösartiges ist. Und wenn es meine Verwandte wäre, würde ich sie jetzt mit nach Hause nehmen. Das heißt also, sie konnte nichts mehr für meine Oma tun. Sie hat mir dann auch gesagt, dass sie die Einschätzung dieses Notarztes, der nun den Transport, diese Quälerei nochmal ins Krankenhaus und zurück veranlasst hatte, nicht teilt. Entschuldigung, das ist alles relativ heftig bei mir. Und dass ihr davon ausgeht, dass meiner Oma nochmal Zufluss, also dass da kein Urinstau vorliegt, sie hatte das nochmal untersucht. Und hat dann festgestellt, es wäre kein Urinstau, definitiv nicht. Hatte noch mal eine Infusion angehangen und hat mir dann auch ganz klar gesagt, dass es nicht mehr lange dauern würde. Und ich habe dann auch sie dann darum gebeten, mir noch mal ein paar Minuten zu geben. Sie hat mich dann einen Moment noch alleine gelassen, sodass ich mich dann fassen konnte. Entschuldigt bitte. So auf die Art und Weise, wie ich es jetzt so tue, so nach dem Motto, reiß dich am Riemen. Emotionen kannst du dir jetzt nicht leisten. Dann bin ich wieder zurückgegangen zu meiner Oma, habe ihr dann gesagt, dass wir wieder nach Hause fahren, wofür sie sehr dankbar war. Sie hat dann noch Schmerzmedikamente bekommen. Dann haben wir noch mit den Rücktransport wieder organisiert. Und dann sind wir in den frühen Morgenstunden dann wieder zurückgekommen. Also die ganze Quälerei hin, zurück. Das ganze Geruckel mit gebrochenen Knochen und allem drum und dran. Alles für nichts und wieder nichts. Wegen dieser Fehldiagnose dieses beschissenen Notarztes. Hat auch nicht lange gedauert. Und meine Oma war dann, einige Tage später ist sie dann verstorben. Und wie das dann immer so ist bei einer Trauer,
Ich hatte meiner Oma dann versprochen, mein Leben irgendwie weiterzuführen. Und manchmal sind es dann so die alltäglichen Sachen, die dann dazu führen, dass man dazu auch gezwungen wird. Und jetzt komme ich zu dem Rassismusvorgang. Ich habe dann feststellen müssen, ich habe da versucht, ein bisschen weiterzuarbeiten und habe dann festgestellt, okay, dein Antivirus-Programm läuft ab, du brauchst ein neues Antivirus-Programm. Und damals habe ich mir das nicht runtergeladen, damals habe ich mir dafür immer eine DVD geholt, entsprechend eine lizenzierte DVD. Musste dafür dann ins Auto steigen, weil bei uns im Ort in Fallingbostel gab es das nicht. Im Nachbarort gab es einen Elektronikfachhandel, da bin ich dann hingefahren, um mir das dann zu holen. An dem Tag habe ich es nicht holen können. Ich bin nämlich in dem Laden gewesen, habe mir das Produkt geholt, gehe so nichtsahnend weiter. Das waren einige Wochen nach dem Tod meiner Oma. Und plötzlich steht da dieser Arzt, in Zivilkleidung natürlich. Aber da steht dieser Arzt. Und da kam eine Welle der Wut in mir hoch. Und alles, so diese ganze sinnlose Quälerei. Und diese Wut auf diesen völlig inkompetenten Arzt. Das kam bei mir so hoch, dass ich richtig gemerkt habe, ich habe mich verkrampft, ich habe die Fäuste geballt und er stand am anderen Ende des Ganges und drehte sich zu mir um und hat mich dann auch noch angesehen. Ich habe richtig gespürt, dass ich das Bedürfnis hatte, auf den zuzustürmen und einzuprügeln. Und dann kam bei mir durch den Kopf, du verdammtes Arschloch, du dämlicher Vollidiot, du Blöder. Und dann habe ich innerlich das N-Wort gedacht. Zum Hintergrund, dieser Arzt hatte eine schwarze Hautfarbe, hat Hochdeutsch gesprochen, ist also wahrscheinlich deutscher Staatsbürger oder sehr lange schon in Deutschland gewesen. Aber in dem Moment dachte ich das N-Wort. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe und bei mir so alles hochkam, erschien meine Oma geistig vor mir, die mich angeguckt hat, erschrocken, schockt und nur sagte, Carmen. Carmen, einmal Carmen und mich mit großen, aufgerissenen Augen ansah. Entschuldigung. Und in dem Moment ist mir klar geworden, ich muss da raus. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo dieses rassistische Denken plötzlich bei mir herkam. Ich habe auf den Absatz kehrt gemacht. Hab die Ware in irgendein Regal geschmissen, bin aus der Kasse rausgerannt, hab mich ins Auto gesetzt und hab zugesehen, dass ich wegkam. Bin erstmal auf die Landstraße gefahren bis zum ersten öffentlichen Parkplatz, den ich gefunden habe. Hab rechts angehalten und hab erstmal geheult, bin ausgestiegen und hab erstmal versucht runterzukommen und bin dann erstmal mehrfach wie eine Irre auf diesen Parkplatz hoch und runter marschiert. Im Stechschritt hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Und habe mir immer gedacht, verdammt nochmal, woher kommt das? Wie kann ich sowas denken? Wie kann ich meiner Oma, die mich Toleranz gelehrt hat, so eine Schande bereiten, dass ich im Zusammenhang mit ihr an so etwas denken kann. Wie kommen solche Gedanken zutage? Ich habe mich so wahnsinnig geschämt. Oh, es hat mich mehr als nur geschämt. Ich habe mich dann entschieden, so lange, bis ich mich so weit runter hatte, dass ich sicher Auto fahren konnte, ohne irgendjemanden zu gefährden. Nach Hause gefahren und habe mir erstmal eine Kanne Tee gekocht, mein übliches Prozedere.
Und habe mich dann hingesetzt und habe mich dann auseinandergesetzt mit dieser Situation und habe mich dann gefragt, okay, wie kommst du dazu? Wie kommst du auf solche Gedanken? Und dann habe ich auseinandergepflückt und habe gesagt, okay, also erstmal, der Tod meiner Oma hat überhaupt nichts damit zu tun mit der Hautfarbe dieses Menschen, mit der Hautfarbe dieses Arztes. Es hat damit zu tun, dass dieser Arzt völlig inkompetent war, dass sie nochmal diese Quälerei erlitten hat. Ja, aber das hat nichts mit ihrem Tod zu tun. Sie wäre so oder so innerhalb der nächsten Woche gestorben. Es hat also, ich habe dann versucht, so das Schlimmste, so nach dem Motto, was diese innerliche emotionale Bindung, Tod meiner Oma mit dieser Person in Verbindung gebracht, dann habe ich das also erstmal zerstückelt und habe da erstmal den Cut gemacht und habe gesagt, er ist nicht für ihren Tod verantwortlich. Das war ja die emotionale, sofortige, situationsbedingte Verbindung, die da mein Geist und mein Körper geschlossen hat. Ich habe wirklich emotional, körperlich, geistig, seelisch komplett auf diese Person reagiert. Also da habe ich dann erstmal für mich logisch den Bruch gehabt und habe gesagt, er hat nichts mit dem Tod meiner Oma zu tun. Gut, das war dann erstmal. Und dann zweitens, ja, er hat etwas damit zu tun, dass sie unnötig gelitten hat. Ja, aber dass das so ist, hat etwas mit der Inkompetenz dieses Arztes zu tun. Und diese Inkompetenz dieses Arztes hängt mit seiner Person zusammen, mit seiner Ausbildung möglicherweise, vielleicht auch mit seiner Überforderung an dem Tag, aber nicht mit seiner Hautfarbe, nicht mit seiner Herkunft und nicht mit irgendetwas anderem, sondern das ist auf eine Person, auf ein Individuum bezogen, dieses Versagen. Und nicht darauf, dass er männlich ist, nicht darauf, dass er Arzt ist, nicht darauf, dass er schwarze Hautfarbe hatte, sondern das war eine Person, ein individuelles Versagen, das nichts mit etwas Größerem zu tun hatte. Dann habe ich als nächstes gesagt, okay, um das definitiv zu zementieren, dass es was Individuelles ist, gehst du jetzt in Gedanken sämtliche farbige Personen in deinem Leben durch, mit denen du positive Erlebnisse hattest. Da waren Gott sei Dank eine ganze Menge Kollegen, ehemalige Mitarbeiter und ehemalige Kollegen mit dabei, Freunde mit dabei. Und da sind auch Prominente mit dabei, die ich getroffen habe in meinem Leben, mit denen ich mich wunderbar unterhalten habe, die herzlich waren, die freundlich waren. Ich hatte also einen gewaltigen Pool an positiven Situation im Portfolio, Gott sei Dank, so dass ich diesem einen extrem negativen Punkt eine Menge positive Dinge entgegenstellen konnte. So dass das für mich ganz klar absolut trennbar war und dann ging es wunderbar weiter. Dann konnte ich sagen, okay, das ist also definitiv individuell. Und deswegen, wenn du irgendwen oder irgendwas mit deiner Wut und deinem Zorn verfolgst, dann ist das ein Individuum. Und dieses Individuum hat nichts mit der Gruppe oder mit den Gruppen zu tun, zu denen er gehört. Das war das Nächste, was ich dann gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, okay, was hat das Ganze am Positiven? Und dann habe ich gedacht, ohne diesen Arzt wäre meine Oma von mir weiter gepflegt worden und ich hätte nicht gewusst, dass das Ende schon dermaßen kurz bevorsteht. Ich wäre von einigen Monaten, mindestens Wochen ausgegangen. Und dadurch, dass ich nochmal im Krankenhaus war, habe ich glücklicherweise diese hervorragende Notärztin getroffen, die mir ganz klar und eindeutig gesagt hat, was los war, was alle anderen Ärzte vorher leider nicht gemacht haben. Sie haben mich im Unklaren gelassen, was das war. Sie haben nicht gesagt, es ist jetzt das Ende in Sicht, sondern sie haben gesagt, ja, da ist was. Und ich habe immer gefragt, ja, wie behandeln wir es denn? Ja, können wir noch nicht sagen. Ja, es ist leider für mich nicht das gewesen, was ich in dem Moment hätte gebrauchen können. Also ich bin dieser Ärztin unglaublich dankbar. Und ohne diesen beschissenen Arzt wäre ich nie an diese Ärztin gekommen, die mir eben ermöglicht hat,
meine Oma sofort mit wieder mit nach Hause zu nehmen. Ansonsten hätte ich sie möglicherweise, wäre ich an einen anderen Arzt geraten, hätte ich sie möglicherweise nochmal über 2, 3 Nächte im Krankenhaus gelassen, um sie nochmal zu stabilisieren und damit sie es nochmal bequemer hatte. Aber so bin ich Gott sei Dank an die richtige Ärztin gekommen, durch diesen beschissenen Arzt und habe dann eben erkannt, wie zeitnah das alles erfolgen wird und konnte sie mit nach Hause nehmen und konnte so auch, Entschuldigung, mein Versprechen halten. Also auch da habe ich das Positive gesehen. So, und dann bin ich auf die Person an sich eingegangen und habe dann gesagt, okay, also es hat was mit der Person zu tun. Und dann habe ich dann auch noch so gesagt, okay, vielleicht war sie auch noch überfordert, vielleicht war das der falsche Tag und so weiter. Und dann habe ich aber auch irgendwann gesagt, für mich so, man kann es auch übertreiben. Es gibt auch Dinge, die sind unentschuldbar. Und das war einfach schlicht und ergreifend die Fehleinschätzung dieses Arztes, die Fehldiagnose dieses Arztes, die ist für mich unentschuldbar. Überarbeitung und schlechte Laune und schlechten Tag gehabt, hin oder her, scheiß drauf. So weit geht meine Relativierung dann doch nicht. Also sollte ich diesen Arzt nochmal treffen, weiß ich nicht, wie ich reagiere. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich hoffe zumindest, dass ich dann diese Diskriminierung nicht mehr habe, sondern einfach nur noch denke, Arschloch-Dämliches. Aber nicht mehr diese anderen Dinge, vor allem nicht dieses N-Wort, mir nochmal durch den Kopf schießt. Also das war mein Erlebnis mit Diskriminierung, wo ich wirklich sagen kann, Rassismus pur. Da ist also für mich der Moment gewesen, wo ich wirklich rassistisch gedacht habe. Und das habe ich dann im Nachhinein dann eben sehr analysiert. Und jetzt mit einigen Jahren Abstand kann ich eben für mich dann auch feststellen. Und für mich habe ich dann eben auch die Analyse von anderen rassistischen Vorfällen vorgenommen, die ich so beobachtet habe im Umfeld, aber auch in der Politik, in der Gesellschaft, wo ich dann einfach sagen kann, dass rassistische Vorfälle, rassistische Gedanken immer ausgelöst werden durch sehr, sehr starke Emotionen. Und dass es eben darum geht, wenn wir Diskriminierung und Rassismus in unserer Gesellschaft bekämpfen wollen und auch bei uns unterbinden wollen, auch Tendenzen entsprechende bei uns selber unterbinden wollen, dass wir uns da dann eben mit den damit verbundenen, mit den auslösenden Emotionsmomenten beschäftigen müssen. Also da ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Wenn wir das schaffen, wenn wir da ansetzen können, dann können wir Rassismus eben begrenzen und dann Regel vorschieben. Ja, das war der heutige Tag. Also das sind mein Beitrag zum Ich hab's richtig verkackt, kann ich ehrlich sagen. Also das waren so meine Beispiele, wo ich es richtig verkackt habe, wo ich also wirklich auch Schande über meine Familie gebracht habe, Schande über das, wie ich erzogen worden bin, gebracht habe. Aber okay. Ich hoffe, ich kann es nicht garantieren, dass es nicht nochmal vorkommt, aber ich hoffe, dass ich mich da in Zukunft besser im Griff habe. Ich bin da ganz positiv. Viele Menschen, die mir was bedeuten, gibt es nicht mehr. Die meisten sind eh schon auf der anderen Seite, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nochmal passiert, ja dann auch eher gering. Also in dem Sinne habe ich es dann auch besser als viele andere Menschen. Also immer schön in der Hinsicht auch positiv sehen. Ja, also das für heute. Ich mache jetzt Schluss. Ich habe nachher noch ein Coaching und bis dahin muss ich einigermaßen wieder emotionsfrei sein, sodass ich dann vernünftig mit meinem Klienten arbeiten kann. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem, trotz des Emotionalen heute ein bisschen was gebracht, dass dass du das eine oder andere vielleicht noch für dich rausziehen konntest. Morgen geht's weiter mit weniger, für mich weniger stressigen Sachen. Also da geht's dann eher so darum, das Schlimmste war heute, da geht's dann mehr so darum, wie ich mit Rassismus und Diskriminierung und Frauenfeindlichkeit und allen anderen Dingen so umgehe, die mir so entgegengebracht worden sind im Laufe der Zeit, was ich da so erlebt habe. Ja.
Aber das ist emotional bei weitem nicht so anstrengend wie der Moment, wenn du sagst, dass du eben selber auch nicht immun bist, sondern dass du selber eben auch durchaus rassistisch denken und vielleicht auch handeln kannst. Also dementsprechend, das Schlimmste an Emotionen hast du jetzt heute schon mal mehr erlebt. Die nächsten Male wird dann nicht so schlimm werden. Morgen geht's weiter. Vielleicht bist du wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Hinterlass mir gerne Kommentare, auch gerne Fragen, wenn du noch irgendwelche hast. Und wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder. 15 Uhr geht's dann weiter. Bis dann. Tschüss.